Guten Abend, liebe Zuschauer. Wolfgang Güllich ist tot. Er war wohl die beeindruckendste Persönlichkeit des internationalen Klettersports im letzten Jahrzehnt. Der Pfälzer kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Güllich hat im Klettern den 11. Grad eröffnet. Er hat Bücher über das Bergsteigen geschrieben von geradezu philosophischer Tiefe und seine Trainingsmethodik hat eine ganze Generation befruchtet. Als wir ihn vor einiger Zeit in der sächsischen Schweiz trafen, kam oft und gern hierher, da führten wir ein längeres Gespräch mit ihm und zeichneten das auch auf. Wir haben immer nach einer Möglichkeit gesucht, dieses Gespräch in unserer Sendung aufzunehmen. Der Anlass, den es jetzt gibt, den bedauern wir zutiefst. Wir hatten mit Güllich vereinbart, dass wir Teile seiner Aussagen noch bebildern. Wir wollten unter anderem beim Training drehen, das ist nun nicht mehr möglich. Die Bilder, die Sie sehen, wurden aufgenommen im Yosemite Nationalpark in den USA und stammen aus dem Archiv. Ich persönlich habe natürlich aufgrund der langsamen Entwicklung des Freiklettersports die Chance gehabt, über viele Jahre hinweg aufzubauen. Damals war kein bedeutender Schwierigkeitsgrad in Sicht. Insofern war das immer mit großer Genugtuung verbunden, an der Spitze zu klettern. Und ich habe nicht diese Eile verspürt, die vielleicht diese jungen Hotshots heutzutage im Nacken spüren, wenn sie gleich mit dem 10. oder 11. Grad konfrontiert fühlen. Bei mir ist es so, dass ich hauptsächlich am Felsen übe, also direkt in der Natur draußen, weil ich der Überzeugung bin, dass eben die praktische Betätigung den größten Bewegungsschatz einem aneignen lässt. Insofern ist es so, dass ich 2 Tage lang sehr intensiv kletter und am Abend des 2. Tages dann noch in den Kraftraum gehe und spezielle Muskelübungen an einem überhängenden Leistenbrett dann vollziehe. Am 3. Tag plane ich dann einen Ruhetag ein. Denn es ist ja sehr wichtig, dass man dieses Verhältnis von Belastung und Erholung einhält. Ich persönlich glaube sogar, dass die allermeisten Kletterer hochmotiviert wesentlich zu viel trainieren als zu wenig. Ich trainiere hauptsächlich mit der Last des eigenen Körpers. Manchmal beschwere ich mich auch noch mit Zusatzgewichten, trainiere wenig in Maschinen, weil ich einfach glaube, dass bei Maschinen der Muskel zu sehr isoliert wird. Früher habe ich das häufiger getan und das war meines Erachtens ein großer Fehler, weil man da in der Bewegungsmöglichkeit zu sehr eingeschränkt ist und auch in der Muskelbelastungsform zu festgelegt wird. Ich betreibe persönlich ein Imitationstraining, auch im Kraftraum, indem ich mir teilweise an diesem überhängenden Leistenbrett, das wir uns konstruiert haben, das ist ein ganz schlichtes Trainingsgerät, etwa 3 Meter hoch mit regelmäßigen Leistenabständen, verschiedene Bahnen mit verschiedener Leistenbreite, dass ich hier Hangelübungen vollziehe, also immer einen Bewegungsvollzug imitiere. Kannst du da mal ein Beispiel anführen? Ja, ich habe das speziell bei der Route Wall Street so gemacht. Die hatte ich schon vor Jahren entdeckt, bin immer wieder hin und es war nahezu aussichtslos, die zu klettern. 1984, da war in unseren Gefilden schon der 10. Grad üblich. Und ich habe trotzdem keine Möglichkeit gesehen, diese ganz schwierige, kurze, 5 Meter lange Einzelpassage auch nur zugweise zu schaffen. Trotzdem war mir klar, dass hier Griffstrukturen sind und dass es irgendwie möglich sein muss. Deshalb habe ich die Route hier vermessen, die Griffe irgendwie
mir eingeprägt, bin in diesen speziellen Kraftraum gegangen, hab die da angezeichnet und es war dann so, dass ich erstmal Muskelgruppen ausbilden musste, um nachher diese Bewegungen zu vollziehen. Das Hauptwerkzeug der Kletterer sind ja die Finger. Insofern will man hier maximale Fingerkraft trainieren in einem ganz hohen intramuskulären Bereich. 80-90% der puren Maximalkraft. Und so habe ich hier das Niederfalltraining oder Niedersprungtraining für die Finger entwickelt, indem ich mich eben an meinem geliebten überhängenden Leistenbrett oben hingehängt habe und mich dann beidarmig habe fallen lassen, um mich dann einen Meter tiefer wieder an der kleinen Leiste zu fangen. Also die absolute Klimmzugleistung ist nicht so entscheidend. Es ist wichtiger, dass man eben einarmig den Körper entsprechend manövrieren kann. Insofern habe ich nie geprüft, wie viele Klimmzüge am Stück ich leisten kann. Meine Spitzenleistung waren 6 einfingerige Klimmzüge am Stück. Also ich komme seit 16 Jahren regelmäßig hierher und für mich zählt das Elbsandsteingebirge zu den schönsten landschaftlichen Gebieten der Erde und auch vom Klettern her ist es für mich sehr beeindruckend nach wie vor. Es hat mehr den abenteuerlichen Charakter und hier zählt eben mehr das Bergsteigerglück, den Gipfel auch zu erreichen über die gewählte Route. Während ich jetzt offen gestehen muss, dass von dem rein sportlichen Wert andere Gebiete wahrscheinlich dem sächsischen Klettern mittlerweile den Rang abgelaufen haben. Denn unter Freiklettern nach weltweitem Konsens versteht man im Grunde was anderes, als das hier praktiziert wird. Denn Freiklettern bedeutet, dass man eine Wand aus eigener Kraft bezwingt. Das heißt, dass man nie an künstlichen Hilfsmitteln sich fortbewegt, aber auch nicht ruht. Und nachdem das hier auch erlaubt ist zu ruhen, gelten nach weltweitem Maßstab viele Routen hier eigentlich gar nicht so als frei geklettert. Diese Knoten, die hier teilweise lebensnotwendig sind, um sich nicht schwer zu verletzen, sind aus dem Freien, im freien Durchstieg gar nicht mehr zu legen. Das sind so Aneinanderreihungen von ganz ausgetüftelten, minimal belastbaren Spezialknötchen, die allerdings für den Freikletterer überhaupt keine Funktion übernehmen können. Und das Resultat ist dann eine extrem schlecht gesicherte, zwar imposant anzuschauende Wand, die allerdings für den Freikletterer in dem Stil unwiederbringlich verloren ist. Und insofern
kann man hier, und da verstehe ich manche junge Kletterer und deren Argumentation, tatsächlich davon reden, dass vielleicht manche Routen der zukünftigen Generation hätten überlassen werden sollen. Gibt es Phasen, da du dich bewusst vom Bergsteigen zurückziehst, weil du merkst, du bist körperlich ausgebrannt, weil du merkst, du bist geistig nicht mehr voll drauf? Oder bist du da unerschöpflich? Ich gehöre nicht zu den Unerschöpflichen. Vor 10 Jahren war ich noch einer. Aber mittlerweile lässt manchmal die Motivation nach. Da muss man sich neue Ziele suchen. Gerade wenn man so ein bedeutendes Ziel für sich selber verwirklicht hat, ist man müde, so. Wie, glaube ich mal, der Sigmund Freud gesagt hat, nach dem Koitus ist jedes Lebewesen traurig. So geht es auch mir, dass nach der Erfüllung eines 11. Grades, einer besonderen Expedition ins Karakorum-Gebiet, nicht gleich wieder ein neues Projekt auftaucht und es dann schon mal sein kann, dass ich 3-4 Monate mich einfach gehen lasse und mich nicht so sehr aufs Klettern konzentriere. Ich will unbedingt auch diesen Abstand haben vom Klettern. Denn ich bin überzeugt, dass viele Leistungssportler so frühzeitig verschleißen, weil sie immer den Druck verspüren, ständig immer das Gleiche zu tun und das erstattern in einer Routine. Ein Sport darf keine Routine, darf nie zur Arbeit werden, sondern muss immer die Lust an der Bewegung, an der Selbstverwirklichung sein. Und ich persönlich bin sehr froh darüber, dass mir kein Trainer vorschreibt, wann ich was zu tun habe. Das ist für mich eben einer der bedeutenden Aspekte des Felsklitterns. Und deshalb kann ich mir das einteilen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich seit 17 Jahren immer noch mit Lust klettere.